nochmal ein kleiner Produktreview hier zwischendrin. Und wie man sieht, das wird ein bisschen größer. Und zwar geht es hier um dieses, ja, Monstrum ist es nicht, aber um diesen etwas größeren Fernseher. Das ist ein Philips aus der 3000er Serie. Typennummer finde ich gerade hier nicht. Wunderbar. Full HD, LED, 1080p auf gut Deutsch. Und ja, die Daten sind, boah, okay, gute Ausstattung für so ein Gerät, ist allerdings halt nicht die Spitzenklasse. Aber was auf jeden Fall schon mal gut ist, er hat USB, er hat PC-In heißt hier, er hat einen Triple-Tuner, das heißt DVB-T, DVB-C und DVB-S, Kabelantenne und Satellit. Und ja, weswegen der hier gelandet ist, der hat einen PVR. Das war halt so das entscheidende Kaufargument. Das heißt, man kann hier Sachen aufnehmen auf USB. Ja, ich selbst habe einen 47 Zöller. Das ist ein LG, gute Frage, LK oder LW950S. Ungefähr gleiche Ausstattung, allerdings ohne PVR. Und der hier, der ist eigentlich gedacht für meine Eltern. Da soll dann mal die Röhre dann doch weg. Und naja, da inzwischen hier im Kabelfernsehnetz auch digitales TV möglich ist, beziehungsweise ohne ein Abo abzuschließen möglich ist, hat sich es natürlich angeboten, dann jetzt in einem auch mal auf einen größeren Fernseher, vor allen Dingen, weil der andere die Röhre langsam den Geist aufgibt. Mir wurde gesagt, ich soll mal nachgucken, aber läuft. Also, ja, suchen wir mal nach dem Eingang zur Kiste. Und hier haben wir auch noch die genaue Typenbezeichnung. Das ist der 40PFL3078K-12. Länger ging es wohl nicht mehr. Erster Blick von oben. Wir haben die Fernbedienung. Wir haben hier so ein einfaches Euro-Stromsteckerkabel-Gedönse. Hier ein loses Styroporteil, wo ich nicht weiß, ob es jetzt abgebrochen ist oder. Naja, wahrscheinlich gehört es eher richtig so da rein. Markierung, wo Front ist. Und hier hinten, was haben wir hier? Anleitung. Papier. Ja, Pluspunkt gibt es auf jeden Fall schon mal für den Ständer, der dabei ist. Der ist nämlich aus Metall und, wenn wir hier auf die Waage gucken, etwa 2,6 Kilo. Also, bei meinem anderen war nur so ein dünner Plastikstempel dabei, der ein bisschen wackelig ist. Also der hier, ja, der sieht relativ stabil aus. Gefällt mir. Ja, zur Front gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viel zu sagen. Es ist halt ein Fernseher, was mir auffällt. Ja, man kann es, denke ich, sehen, er spiegelt doch relativ stark. Aber ich gehe mal davon aus, das wird im Betrieb nicht so auffallen. Hier oben haben wir noch die Bezeichnung, hier EU-Gedönse da, Energieeffizienzklasse A, kein A+, aber ja, 56 Watt bei 40 Zoll, das denke ich ganz okay. Was mir hier noch ein bisschen ins Auge sticht, 2010 steht da unten. Ich schätze mal, der Fernseher ist also schon was älter. Gut, soll mich jetzt nicht groß stören, denn die technischen Daten passen ja auf jeden Fall schon mal. Ja, die Rückseite hat erst einmal hier hinten in der Mitte ungefähr den Stromanschluss. Unten haben wir einen eingebauten Kabelbinder. Okay. Hier haben wir dann das Hauptpanel, da haben wir ein SCART, Composite und Komponenten, soweit ich sehe. Kabel und Satellit. Hier, das scheint mir noch ein Audioausgang zu sein. Ich kann es jetzt nicht lesen. Und ein HDMI. Und hier nochmal irgendein Serviceport, wie es aussieht. Und an der Seite. Da sehen wir überhaupt nichts, aber ja, wenn ihr mal glauben könnt, da ist ein CI-Slot, noch ein zweiter HDMI und ein USB-Anschluss. Also insgesamt nur zwei HDMI, aber hey, okay. Durch das USB-Recording und den eingebauten Tuner fällt ja immerhin der weg, dann hat man noch zwei übrig. Blu-ray Media Center müsste passen. Und ganz verpasst, da unten ist auch noch ein Kopfhöreranschluss. So, erster Start. Was mir gerade noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, hier oben. Dieser Energieeffizienzaufkleber, der klebt wirklich direkt auf der Scheibe. Das ist sicher nicht sehr förderlich für die Lebenszeit, aber okay. Fernbedienung ist relativ übersichtlich. Und hier haben wir anscheinend erstmal vier Schritte. Deutsch hört sich gut an, Deutschland auch. Auf dem Boden haben sie nicht, aber kommt auf den Standfuß und wir benutzen das zu Hause. Universalzugriff für Seh- und Hörgeschädigte brauchen wir nicht. So, TV-Installation und Einrichtung. Generell ja, müsste ich mir allerdings gerade mal einen Anschluss hier hinlegen, denn ja, ich habe hier eigentlich nur Satellit im Einsatz, aber der soll, wie schon gesagt, ans Kabelnetz. Also brauche ich ein langes Kabel. Zum Glück ist der Kabelverteiler hier direkt über mir. Okay, ich habe jetzt im Prinzip nur einmal OK geklickt und ja.
Satellitensender installieren wird wahrscheinlich nicht ganz so viel helfen. Jedenfalls nicht ohne Schlüsselanbindung. Also probieren wir es mal mit TV-Sender installieren. Boah. Aha. Ich würde mal sagen Kabel. Kabel installiert alle analogen und digitalen Kabelsender. Na denn. Ich gehe davon aus, dass wir Kabel Deutschland haben. Die liefern jedenfalls mein Internetsignal. Also probieren wir das Ganze mal. Das ist so ein regionaler Anbieter hier dazwischen, aber meines Wissens ist das Digitalsignal von Kabel Deutschland und da geht auch schon der Senderzähler hoch. 19 gefunden. Jo, warte mal ein bisschen ab. Ja, wer ein bisschen aufgepasst hat eben bei den Anschlüssen, dem ist auch noch aufgefallen, dass etwas fehlt. Das Ding hier hat nämlich kein Netzwerk. Das heißt, kein DLNA, keine Mediatheken oder ähnliches. Aber sagen wir mal so, da noch was dabei kommt, nämlich von meiner Seite kommt eine Raspi dabei und das Ganze mit XBMC ausgestattet. Ich denke, da müssen wir nicht drüber reden. Das ersetzt den Netzwerkanschluss doch hervorragend. Okay, Suche ist beendet. Er hat mal automatisch Radio angemacht. Das habe ich jetzt mal aus GEMA-Gründen stumm geschaltet. Beenden. So, was haben wir als nächstes hier? Hoppala. Nee, was ist jetzt ausgewählt? Achso. Fernbedienung richtig rumhalten hilft. Bild und Ton optimieren. Individuell anpassen. Signalstärke schlecht. Hey! Helligkeit mehr, weniger. Ich würde mal behaupten, das ist ein bisschen hell, aber. Ah, okay. Nun gut, die ganzen Einstellungen müssen wahrscheinlich eh gemacht werden, wenn. Muss wahrscheinlich eh gemacht werden, wenn das Ding an der Stelle ist, wo es hingehört. Ja, da wird sich eh noch ein bisschen ändern. Und jetzt möchte er hier Geräte installieren. Ich habe meinen Raspi noch gar nicht angeklemmt, weil ich hier keinen Strom habe. Also, Stromsuche. Okay, wie am Kabelgewehr unschwer zu erkennen ist, ist der Raspi jetzt dran. Und Anzahl der Geräte, entdeckten Geräte 2. Was? Ich habe nur eins angeklemmt, du. Okay. Na denn, wir empfehlen ihr Fernsehgerät zu registrieren. Ja, du mich auch. So, wir haben ARD. Source, was haben wir denn? Wiedergabe über Satellit haben wir nicht. Quelle, hört sich gut an. USB, XBMC. Hey, hat er schon erkannt. Na denn, das sieht gut aus. Preisfrage. Sogar CEC oder wie es heißt. Also die Weiterleitung der Fernbedienung funktioniert. Das heißt, ich kann das Ding jetzt hier auch mit der... Verdammter Sturm, ich kann den Raspi jetzt auch mit der Fernbedienung des Fernsehers hier steuern. Und ja, wie man sieht, scheint alles soweit zu funktionieren. Das gefällt mir schon mal. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass die Ränder noch nicht ganz so stimmen. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen hier. Sobald ich das Menü finde. Options. Ah, warte mal, hier ist Format. Automatisch füllen, automatisch zoomen. Unskaliert. Unskaliert hört sich richtig an. Ja, sehr schön. Das ist perfekt. XBMC läuft. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre mal TV, ob der EPG funktioniert. EPG, Info. Okay, verbotene Liebe, das interessiert mich eigentlich weniger. List. Oh. Sender. Na, das gibt noch Spaß, die zu sortieren. Ah, da, Guide. Ja, okay. EPG scheint auch zu funktionieren. Senderwechsel. Jo. Leder. Option, Format, Liste, Info. Info, Übersicht. Gerade läuft. Okay. Von der Anordnung her dürften das definitiv die Sender sein. Die digitalen. Die ganzen Sky, die können natürlich raus. Gibt es eh keine. Nur gegen Geld. Mal gucken hier. Junior Al Jazeera. Hey, kriegen wir das? Oder brauchen wir da auch eine verschlüsselte Karte? Oh, kriegen wir auch. Boah. Jetzt bin ich Terrorist, oder? Gut. Al Jazeera, CNBC, Phoenix. 123 TV, Arte HD. Hey, können wir mal HD-TV testen. Und? Was? Nee. Macht er das unskaliert jetzt etwa pro Kanal, pro
für den kompletten PC. Ja, das wäre natürlich unschön, wenn man da umschalten müsste. Ich befürchte, so ist das. Denn Arte sendet nur in 720p, meines Wissens. Hey, der zeigt hier überhaupt nichts an. Mein Gott, ey. Ja, der Videotext geht auf jeden Fall. Subtitles. Aus. Tja. Spartanisch, muss ich sagen. Spartanisch. Gut, Kabel 1 HD und Co. dürfte wahrscheinlich nicht funktionieren, weil dafür braucht man definitiv ein HD-Abo. Da müsste er jetzt rummosern, von wegen keine Karte. Ja, verschlüsseltes Programm, genau. Das funktioniert. Was nicht funktioniert ist, wo zum Henker ist mein Analog? Ah, da. Ja, okay, da steht ein A dran. Das sieht gut aus. Sind das A, sind dann die Analogen. Ja, das ist definitiv analog. Da brauchen wir nicht drüber zu reden bei der Qualität. Analogsender. Okay. Wieso zeigt er das dann nicht bei meinen Digitalen an, die Signalqualität und Signalstärke und blablub? Schauen wir mal, ob wir nochmal auf den XBMC gehen können. Aber wird jetzt richtig skaliert? Nein, tut er natürlich nicht. Ah, crap. Wäre ja auch zu einfach. Ah, vielleicht können wir im XBMC ein bisschen was einstellen. Darstellung hört sich gut an. Skin Zoom, yay. Ah, that looks good. So ist, denke ich, gut. So passt das. Dann muss das Ding nicht skalieren. Gut. Generell funktionsfähig. Ach ja, der Raspberry Pi. Schönes Media Center, ne? Hat nur ein Problem, nämlich da, wo mein Media Center hin soll, da fehlt etwas Wichtiges, nämlich Netzwerk. Ja, Problem. Der nächste Switch, der ist, beziehungsweise der Hauptswitch, der ist, zwei Stockwerke drüber und ja, kein Leerrohr oder ähnliches, was ich so direkt als Kabelweg nutzen könnte. Also keine so schöne Sache. Wie kriege ich jetzt dahin Netzwerk? Vor allen Dingen, das Ding soll halt Media Center sein und dank ARD und ZDF habe ich inzwischen auch ein paar HD-Filme. Und ja, das sind ein paar Megabit, die da durch müssen und das möglichst ohne Ausfälle. Ha, schwierige Sache. Hier deswegen einfach mal ein paar Sachen aus. Die erste dürfte wohl klar sein. WLAN. Ja, hat jetzt bei mir nicht gerade den besten Ruf, aber... Naja, der WLAN-Sender ist quasi direkt im Stockwerk drunter, ein bisschen schräg, sollte aber theoretisch gehen. Mal schauen, ob ich damit Empfang kriege und genügend Bandbreite. Und ansonsten, andere Idee wäre noch der hier. Das ist so ein Powerlan-Stecker, angeblich 200 Megabit, na, wer es glaubt. Muss ich da mal schauen, weil vom Hauptswitch komme ich auf jeden Fall nicht hin, weil zwei Stockwerke über den Hauptverteiler geschliffen. Da dürfte wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel ankommen. Was aber noch eine Möglichkeit wäre, auf dem Stockwerk steht noch ein Rechner irgendwo rum, dass ich da vielleicht einen Switch hinmache. Und wenn ich Glück habe, hängt das Ganze an derselben Phase. Und dann kann ich von da aus irgendwie hier den versorgen. Nun gut, mal schauen, was rauskommt. Und die erste Prüfung aus der Kategorie, man wird ja hoffen dürfen, einfach mal den PLC reingesteckt. Die Gegenstelle ist im Endeffekt an meinem Hauptswitch, also zwei Stockwerke drüber. Und ja, das sieht im Moment mir nicht so aus, als ob wir hier Link haben. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert. Und auf dem PC bestätigt sich das Ganze. Per DHCP gibt es keine IP, also da scheint überhaupt nichts durchzugehen. Ja, mit meinem WLAN habe ich leider noch ein paar Probleme, weil dieses wunderbare GNOME 3 hat keine Möglichkeit, nur eine WLAN-Karte zu benutzen. Deswegen benutzt er jetzt immer die interne und die externe. Und ich möchte ja, explizit diesen USB-Stick hier benutzen, weil der soll ja am Ende auch dran. Also muss ich wohl noch ein bisschen basteln. Okay, ich denke mal, gebastelt hat funktioniert. Wenn wir hier schauen, WLAN 0 steht down. WLAN 1, das ist der USB-Adapter, ist online, steht up, hat eine IP bekommen. Und wenn wir jetzt mal hier IPERF laufen lassen, das ist ein IP-Performance-Messer, dann blinkt er schon mal gewaltig.
So, wenn wir hier unten schauen, er ist auf jeden Fall auf dem WLAN am Fahren. Und dann sollte man nach einigen Momenten, hier haben wir auch den Datendurchsatz, 15,6 Megabit pro Sekunde. Das ist ein bisschen dünn, muss ich sagen. Also gerade bei HD könnte das eventuell sogar zu eng werden. Und auch wenn ich den Stick mit einer Verlängerung ein bisschen zur Seite bewege, sodass er nicht direkt im Kabelwust sitzt, 16,3 Megabit. Naja. Aber ganz geschlagen gebe ich mich beim WLAN noch nicht. Der gute alte Pappbecher kommt jetzt dran. Gemeinsam mit ein bisschen Alufolie. Mal schauen, ob wir damit noch ein bisschen was rausholen können. Ja, Richtfunk für Einsteiger oder so. Sicher nicht ideal, aber mal schauen, ob was bei rauskommt. Ja, bringt doch ein bisschen was. Jetzt sind wir bei 21,7 Megabit mit dieser schönen Richtantenne. Okay, ich habe jetzt mal die Gegenstelle für das PowerLAN zum WLAN-AP ins Stockwerk drunter verfrachtet. Hätte natürlich den Vorteil, dass ich nicht einen separaten Switch nochmal bräuchte, weil ne, der WLAN-AP hat ohnehin schon Ports drin. Und ich bekomme zumindest mal eine IP. Also schauen wir mal. Sorry für die Kamerahaltung. Wo ist die Taste? Schauen wir mal, was wir denn hier an Bandbreite durchkriegen. Und 25,2. Das ist irgendwie mehr. Nun, eins kann ich auf jeden Fall schon mal widerlegen, nämlich die Leute, die sagen, dass PowerLAN stabiler funktioniert als WLAN. Hier oben haben wir über das PowerLAN 18,6 Megabit und weiter unten gerade mal 10. Nun, das sind zwei Steckdosen, die direkt nebeneinander im Raum sind. Und ja, sie sind in der gleichen Phase. Toll. Und das ist jetzt die letzte Konfiguration, die ich gefunden habe. Ist eine Steckdose, die müsste sogar am selben Raumnetz hier hängen. Und ja, knapp 30 Megabit pro Sekunde. Ja, und so sieht dann das Ergebnis aus. Die Mauer musste weg. Jetzt hängt hier eine schöne Netzwerkdose. Entsprechend der AP auch noch hier hochgewandert. Dann hängt er nicht im Keller rum. Und ja, ich habe definitiv keine Bandbreitenprobleme mehr. Auch der Raspi hat seinen Platz gefunden. Irgendwo im Kabelwust ist er jetzt per LAN mit dran. Kann entsprechend hier seinen Job tun als Media Center. Ist auch relativ gut angekommen. Also Bedienung scheint zu funktionieren. Ich muss hier noch ein bisschen Ordnung machen, fürchte ich, mit den Kabeln. Aber das soll dann auch genug mit dem Fernseher hier sein. Ich suche mal was anderes. Hey, da draußen kommt gerade die Sonne raus. Ich glaube, ich gehe mal schnell an meine Solaranlage. Ja, genug für diese Woche.